Wir kommen bereits zu unserem ersten Referat vom heutigen Morgen. Es ist uns eine besondere Freude, den Botschafter da hinten bei uns zu haben. Er ist Direktor von der DEZA, Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit in der Schweiz. Er hat sehr viele Erfahrungen auf dem internationalen Parkett im Zusammenhang mit Entwicklungspolitik, mit Entwicklungszusammenarbeit. Und wir freuen uns, zu hören, was er an uns möchte richten für eine Botschaft. Herzlich willkommen, Herr da hinten. Guten Morgen miteinander. Es freut mich außerordentlich, heute bei Ihnen sein zu dürfen und zu diesem wichtigen Thema sprechen zu können. Weltweit leben 1,2 Milliarden Menschen in größter Armut. Jedes Jahr sterben mehr als 6 Millionen Kinder an vermeidbaren Ursachen wie Malaria, Darmkrankheiten, Lungenentzündung. Mehr als 2,5 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zu Toiletten. Für eine Frau in Afrika südlich der Sahara ist die Wahrscheinlichkeit, an der Folge einer Geburt zu sterben, 1 zu 22. Bei uns in der Schweiz liegt das bei 1 zu 14.000. Etwa die Hälfte aller jungen Leute im südlichen Afrika haben keinen Job. Die Überwindung der Armut ist ohne Zweifel eine Jahrtausendaufgabe. Vor 10 Jahren an der Schwelle zum neuen Jahrtausend trafen sich die Staats- und Regierungschefs in New York. Sie haben sich verpflichtet, in einer feierlichen Erklärung, der Millenniumserklärung, die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, bis 2015 auf die Hälfte zu reduzieren. Vor 3 Wochen traten sie erneut zusammen, um nach 10 Jahren Bilanz zu ziehen. Und wie viele andere Regierungen hat auch der Schweizerische Bundesrat zu diesem Zweck einen Bericht veröffentlicht und in New York vorgestellt. Dieser Bericht nimmt eine Beurteilung vor und stellt auch die schweizerischen Anstrengungen dar. Für all die, die sich dafür interessieren, möchte ich darauf hinweisen, dass Sie diesen Bericht kostenlos bei der DEZA über die Website bestellen können. Wie sieht nun diese Bilanz aus nach 10 Jahren? Es gibt keine einfache Antwort. Die Verhältnisse in den einzelnen Ländern und von Bevölkerungsschicht zu Bevölkerungsschicht sind recht unterschiedlich. Wer nur die Statistiken zur Kenntnis nimmt, kommt zu einem positiven Bild. Die Zahl der Menschen, die in absoluter Armut leben, ist beeindruckend zurückgegangen. 1990 lebten 1,8 Milliarden Menschen oder 42% der Bevölkerung der Entwicklungsländer in extremer Armut. Inzwischen sind es 500 Millionen weniger und nur noch etwa ein Viertel, obwohl die Bevölkerungszahl gestiegen ist. Auch wurde seit der Millenniumserklärung mehr Mittel für die Armutsbekämpfung zur Verfügung gestellt. Es ist ja eine der großen Errungenschaften dieser Millenniumsziele und der Millenniumserklärung gewesen, dass die Armut wieder zentral zu einem internationalen Thema geworden ist. Das war in den 90er Jahren nicht der Fall. Allerdings, jetzt kommt das Aber, entfällt ein beträchtlicher Teil des Erfolgs auf wenige Länder mit großem Wirtschaftswachstum: China, Indien, Brasilien und andere Länder. Und auch in diesen Ländern lebt ein großer Teil der Bevölkerung in bitterer Armut. Afrika südlich der Sahara hat, entgegen dem, was man immer hört, beachtliche Fortschritte aufzuweisen in den letzten 10, 15 Jahren, ist allerdings auch auf einem sehr tiefen Niveau gestartet. Deshalb ist der Weg zum Ziel dort noch lang.
Wenig Fortschritte gibt es für Menschen, die in gewaltsamen Konflikten und in prekären Rahmenbedingungen leben. In vielen Ländern sind das Minderheiten. Wir sehen also, dass trotz den Erfolgen der Handlungsbedarf weiterhin groß bleibt. Aber wir sehen auch ganz deutlich, dass Fortschritte erzielbar sind. Ich wurde vor, während und nach dieser Konferenz oft von Medienschaffenden gefragt, ja, wie sieht dann das aus? Erreichen wir diese Ziele? Und auch der Titel meines Referats geht ja in diese Richtung. Wie können wir die Ziele erreichen? Dazu gibt es eigentlich eine sehr einfache Antwort. Das Erreichen der Millenniumsentwicklungsziele, das ist nicht etwas wie die Wetterprognose, wo Sie besser oder schlechter abschätzen können, sondern es hängt davon an, wie wir uns anstrengen, was wir tun, wie wir uns engagieren in den verbleibenden 5 Jahren. Und so kann man das nicht vorhersagen, aber man kann es herbeiführen, wenn der politische Willen dazu besteht. Jetzt die Diskussion während und am Rand dieser großen Konferenz haben auch gezeigt, dass es zur langfristigen Überwindung der Armut mehr braucht als die Hilfe von internationalen Organisationen und Geberstaaten, die sich verständlicherweise auf eine Reihe ganz wichtiger Bedürfnisse der armen Bevölkerungsschichten konzentrieren. Die Armut kann nur dann überwunden werden, und das haben wir deutlich auch in der UNO-Generalversammlung gesagt, wenn sich die gesellschaftlichen Verhältnisse ändern, wenn Rechtsstaat, Menschenrechte, Demokratie sich durchsetzen und Grundlage werden auch für die wirtschaftliche und soziale Entwicklung. Und das hat sehr viel mit Gerechtigkeit zu tun, um etwas zu erwähnen, was vorhin gesagt wurde. Dazu auch ist das Engagement notwendig, der Länder im Süden, der Menschen im Süden, aber auch von uns selber. Kirchen und kirchliche Organisationen leisten schon lange einen sehr wichtigen Beitrag zur Armutsbekämpfung. Sie haben dazu auch sehr gute Voraussetzungen. Ich denke dabei an die sehr vielen direkten Erfahrungen mit armen Menschen. Ich habe sehr oft, wenn ich in Elendsvierteln war, kürzlich beispielsweise in Kolumbien, Kirchen und kirchliche Organisationen gesehen. Sie handeln aufgrund ethischer Überzeugungen und verfügen darüber, das darf man nicht unterschätzen, über die Kraft der Ideale. Der große italienische Ökonom Pareto, den Sie vielleicht von einem anderen Zusammenhang kennen, hat ja einmal gesagt, es gibt nichts Praktischeres als das Ideal, weil es das Ideal ist, das die Menschen zum Handeln bringt. Und das ist ganz sicher in diesen Kontexten und bei kirchlichen Organisationen der Fall. Als Direktor der DEZA habe ich nicht nur eine Managementaufgabe so an der Grenze von Politik und praktischer Hilfe, die ständigen Auseinandersetzungen mit Not, Ungerechtigkeit und Konflikten betreffen einem sehr stark, wühlen einem auf und hinterlassen dann oft auch Eindrücke, die nicht mehr so schnell aus dem Gedächtnis weggehen. Und das sind dann für mich eben oft Ausgangspunkte, um sich Fragen zu stellen, philosophischer Art, kulturgeschichtlicher Art, soweit das einem Laien möglich ist. Ich bin ja nicht in diesem Wissensgebiet beheimatet. Die Entwicklungszusammenarbeit, so wie wir sie heute kennen, ist in den 50er, 60er Jahren entstanden im Zusammenhang mit der Entkolonialisierung. Und wir werden nächstes Jahr ja auch 50 Jahre öffentliche Entwicklungszusammenarbeit der Schweiz feiern und dann sicher auch Gelegenheit haben, über dieses Verhältnis nachzudenken. Das Engagement gegen die Armut.